So, Tutorial abgeschlossen und jetzt in den Sandbox-Modus. Und ich sage, wir gehen zuerst in das Dorf zurück, auch von dem wir gekommen sind. Weil der nette Herr hatte ja auch ein Ausrufezeichen. Also irgendwas wird er uns zu erzählen haben. Oder auch nicht. Ach, natürlich kann ich auch direkt schlechtere Truppen nur rekrutieren. Reden wir nochmal mit dem. Tut mir leid, ich glaube, ich kenne dich nicht. Nö, woher auch? Wir haben gerade noch... Ist auch egal. Mein Name ist Pascal, Sir. Wie ist dein Name? Ich habe mein ganzes Leben hier gelebt und habe im Land gearbeitet. Empire spiele ich. Ich werde mir deinen Namen merken. Okay. Anscheinend gibt es ja erstmal nichts mehr mit dem zu bereden. Das war nur für Tutorial. Ich kenne dich nicht. Mein Name ist Pascal, Sir. Kann ich nach deinen Namen fragen? I'm Pacarios. Ich besitze einiges Land hier. Ich spreche mit vielen von den Leuten hier. Ja. Wie man sieht, sieht man nichts. Außer, dass ich nichts machen kann, außer, ja, denen meinen Namen zu sagen und wieder gehen. Das ist übrigens die örtliche Miliz. Ach, da oben ist meine Maximalkapazität meiner Truppen. Beziehungsweise wie viel ich mitschleppen kann. Und mit zwei Getreide sind zwei Säcke gemeint. Das sind jeweils, glaube ich, 10 Kilo. Oder Pfund. You need a part of a kingdom. Wie weit können wir sehen? Und jeden Tag zahlen wir 2 Münzen für unsere Leute. Poros wäre die Hauptstadt hier. Guten Tag, Robby die Katze im Chat. Wir sehen übrigens, dass meine Geschwindigkeit abnimmt durch das Rekrutieren von Leuten. Und witzigerweise ist meine Ausrüstung auch wieder zurückgesetzt worden. Dann übrigens die Upgrades, dafür müssen die aber erst XP sammeln. Wo ist denn meine Relationship zu anderen Clans? Ja, mich vom Clan erstmal kicken.
neue Partys, also Karawanen oder Garnisonen kann ich erstellen. Wahrscheinlich, um irgendwelche Besitztümer zu schützen, auch wenn ich selbst eine Burg habe. Ich glaube, der Focus Point bestimmt auch, bis zu welchem Level ich das, also beziehungsweise wie hoch ich gehen kann. Du kannst die Form und Farbe deines Wappens wählen. Ich glaube, es geht sogar im Nachgang auch noch. Über B, ja. Ach komm, wir sind doch bestimmt überlegen. Stopp, gib uns all dein Silber. Nein, kämpf mit mir, du Mann in komischer Rüstung. Und los. Vorsicht, sie haben Steine! Vorsicht, das Pferd ist euch abbezahlt! Oh, sie haben meine Leute getötet. Moment, das kann ich noch drehen. Au! Tja, hättet ihr euch auch mal ein Pferd geholt. Ihr dreckigen Bauern. Sehr gut. Ich habe zwar Leute verloren, aber ich glaube, ich kann die Raider dank Pferd trotzdem töten. Solange mein Pferd noch durchhält. Ich muss ein Stück weiter weg. Mein Wendekreis ist zu groß. Juhu, ich habe was vom Pferd getötet. Die Panzer des Mittelalters. Ich werde Blut trinken. Aua, oder ihr werdet mein Blut trinken. Ich glaube, die Gefahr ist doch zu groß. Kann mein Bruder mich jetzt retten?
Oh nein, ich wurde von ihnen gefangen genommen. Als Gefangener. ...277 Münzen und dafür lässt er mich frei. Nö. Ich warte auf ein besseres Angebot. Nö. Kann ich vielleicht auch einfach befreit werden? Nö. Ich bleib so lange da, bis die keinen Bock mehr auf mich haben. Warum wäre ich nicht befreit von den ganzen Leuten, die hier rumrennen? Ha! Ich habe eine Chance gefunden, abzuhauen. Ich wusste doch, dass sich das lohnt, nicht zu bezahlen. Ich bin mit Pferd abgehauen, natürlich. Als wenn ich ohne Pferd rumrennen würde. Vielleicht habe ich falsch eingeschätzt, wie stark meine Leute wären. Das ist nicht mein Dorf. Du startest ohne jegliches Dorf. Ich bin ein einfacher Mann. So. Der Silberschmied hat anscheinend braucht Hilfe. Und wer bist du? Die Power ist wahrscheinlich die Einfluss, also wie viel Einfluss die haben. Gangleader. Natürlich kriegst du in der Stadt bedeutend mehr Kram. Und ja, du kannst auch theoretisch als Händler arbeiten. Ich kann immer nur die erste rekrutieren, weil ich nicht gut genug gestellt bin mit denen. Man muss die Beziehung verbessern, dann kannst du bessere Truppen rekrutieren hier. Ansonsten musst du die Truppen selbst leveln. Reden wir erstmal mit dem Silberschmied. Wir sollen einige Poacher zur Rechenschaft ziehen, die früher für ihn gearbeitet haben und jetzt außer Kontrolle geraten sind. Mein Name ist Pascal, Sir. Darf ich Ihren Namen wissen? Enkurion, der Silberschmied. Ich kenne deinen Namen. Ich habe gehört, dass du einige Banditen, gejagt hast. Als ein Händler kann ich natürlich alles nur gutheißen, was die Straßen ein wenig sicherer macht. Ich habe gehört, du brauchst ein bisschen Hilfe mit einem Problem. Vor einiger Zeit habe ich sie gebeten, auf royalen Boden zu jagen. Was kann ich für dich tun? In Karnurus soll ich die niederringen. Ach so,
Falls ich das nicht selbst machen will, kann ich auch mal eine Kompagnon, also beziehungsweise eine Kompanie mit 12 Leuten für ein paar Tage hier lassen. Das werde ich aber selbst machen. Diese Leute haben keine Angst, deshalb werden sie nicht wegrennen. Aber es wird eine starke Verteidigung sein. Und der Mattes ist doch der andere, der hier irgendwas hatte. Mein Name ist Pascal, wie ist dein Name? Ich bin Mattes, ein Händler. Ich kenne deinen Namen. Oder? War es nicht. Ja, wahrscheinlich darfst du nur eine... Ah, nee. Er hat noch ein anderes Ausrufezeichen. Ob ich ihn vielleicht auch fragen muss nach diesem Negligé? Oh, ich muss mal ganz kurz gucken, ob es eine Run-Taste gibt. Caps Lock. Ach, ich bin schon im Run-Modus permanent. Da kann ich nur gehen, ich kann noch langsamer unterwegs sein. Yeah! Pascal. Aber langsam laufen ist einfach epoialer. Ich bin schon in Levels aufgestiegen. Du kannst dadurch Fokuspunkte verteilen, also das Maximallevel erhöhen. Kanorus. Ach, da rechts, da müssen wir hin. Und um Mitternacht herum sollten die da irgendwie rumrennen. So, darf ich diese... Ah, ich darf rein. Ah, ich dachte, man könnte ein bisschen was machen auch. In der Burg erstmal. Ich renne übrigens nur noch rum, weil ich will noch ein paar Truppen rekrutieren. Ah ne, im Wald bin ich langsamer. Guck mal, du kannst sehen, was die hier gekauft haben. Du kannst theoretisch auch eine Karawane überfallen. Ach so, ich habe sogar noch wirklich einen Focus Point open. Aber warum geht das hier rechts noch weiter? Aber nur bis hierhin ist diese grüne Geschichte. Weil ich glaube, das ist das Learning Limit. Mehr kann ich da nicht reinpumpen. Was damals das abgenommen hat, weil ich auch in Crossbow besser geworden, also beziehungsweise ein bisschen investiert habe.
Jetzt wird Engineering noch keine Hilfe sein, aber in Zukunft. Wollt ihr euch warm machen an den Looters oder? Sind auf jeden Fall langsamer als wir gewesen. Wir waren schon mal schneller. Ihr werdet uns niemals lebend kriegen. Ist auf jeden Fall gute Erfahrung. Ich glaube, das werden meine Truppen noch schaffen. Aber ich vielleicht nicht. Ja, alle immer auf einen. Wer hat denn den Alten hier vorne engagiert? Ach so. Ich will erstmal mit dem Anführer der Poachers reden. Seid ihr hier, um uns zu jagen? Ich möchte dir sagen, dass wir Leute sind, die es von den Reichen nehmen und es zu den Armen geben. Der Mann, der uns immer bezahlt hat, hat sich niemals Gedanken gemacht über das lebende Volk. Aber wir machen uns darüber Gedanken. Jetzt ist es deine Wahl. Der eine Weg ist genauso wie der andere. Ihr seid Aufsässige. Bereit euch davor zu sterben. Du wirst niemals den Sonnenaufgang wiedersehen. Doch. Aber du nicht. Also die Wilderer. Danke für die Übersetzung übrigens. Aua. Ach, von da. Oh mein Gott. Tja. Sieht so aus, wenn wir die Leute verloren haben. Wie erschütternd. Bis ich bankrott gehe. Wenigstens haben sie mich nicht ausgeraubt. Hey, Crossbow für 22.000. Du brauchst erstmal Schild und Schwert. Was ist denn, wenn ich beim Schmied reingehe?
Ach, theoretisch kannst du Waffen schmieden. Oder Eisen oder Holz etc. Also Holzkohle herstellen. Das ist ja mal cool. Und unterschiedliche Tierwaffen. Oh, ich kann seine Größe verändern. Also ich bin der Schwierigkeitsgrad höher fürs Schmieden. Und einschmelzen. Lass mich raten, du hast dich für das Imperium entschieden, natürlich. Ich habe doch gerade ein Schild gekauft für mich. Geht die Quest jetzt komplett als verloren? Ja. Deshalb ist meine Beziehung zu ihm jetzt schlechter. Was willst du denn? Irgendwas mit überteuerte Seltenmaterialien. Er spricht für die Handwerker. Du hast Probleme. Ich weiß nicht, ob du viel über das Gesetz hier kennst. Handwerker wie ich müssen seltenes Material von örtlichen Händlern kaufen. Die andere Seite sind die Bargain, die uns bessere Preise bieten. Sie sind zusammengekommen, sie haben sich zusammengeschlossen und haben ein Kartell eigentlich so gesehen gegründet. Es geht eigentlich um Kartellpreise. Jetzt ist einfach der Preis zu hoch. Es interessiert sich, dass sie uns damit ruinieren. Sie kann immer ihre Güter woanders verkaufen. Wie kann ich dabei helfen? Eine Einheit von Leder direkt zu ihnen bringen. Wobei die Frage ist, geben Adlige von Clans auch schon Aufträge? Ja, wenn man das mal gerade wüsste. Geil wäre natürlich, wenn Leder hier gar nicht so teuer wäre. Es sind 189, da werden wir über 500 zahlen dafür. So, ich habe die eine Einheit Leder gekauft. Yeah! Moment, der zahlt nur 458. Er ist dasselbe Land wie früher. Ja, die haben es etwas günstiger, ja, trotzdem 300 plus gemacht. Weil anscheinend die Preise gar nicht so teuer sind, wie er gedacht hat. Was bedeutet dieses? Ach so, Garnison wahrscheinlich. Ich will erstmal meine Truppen auffüllen.
Ja, komm, das sind drei Banditen. Die einfach genauso schnell sind wie wir. Und links sind übrigens Informationen von der Welt, wenn ein Schloss angegriffen wird oder sonst irgendwas. Ach, wir haben 4 verwundete Leute. Und noch 2 Gefangene. 15 Leute, 4 Verwundete. Wie können die sich verletzt haben? Ich kämpfe doch gar nicht. Ne, die heilen über Zeit anscheinend auch. Da, jetzt habe ich nur noch 3 Verwundete. Stopp. 21 ist zurzeit das Maximum, was ich mitnehmen kann. Gucken wir mal eben, wie viel Getreide wir noch haben. Und hier will auch jemand was von mir. Deserteure. Dumme Kind. Ich mach meine Arbeit halt. Die Leute mögen mit ihm zu reden. Ich habe gehört, ihr braucht was. Ich habe gehört. Moment. Nein, er sagt, gut, wenn du weißt, wie man kämpft, dann kannst du uns wahrscheinlich helfen. Einige Deserteure sind außerhalb von hier. Wie kann ich euch helfen? Wir haben einen Hinterhalt gelegt im Dorf. Wenn ihr uns beisteht, haben wir bestimmt eine gute Chance, die zu besiegen. Wir bleiben einfach hier. Und werden die überraschen dann. Wahrscheinlich wird das irgendwann in der Nacht sein. Na toll. 28. Wer zur Hölle seid ihr? Lebt ihr in dieser Stadt? Es ist Zeit, dass du hierfür kämpfen musst. Aber wie geil ist das denn, ey? Es sind jetzt einfach 28 gegen 24. Und das nennen die ein Ambush. Follow me! Und ich sehe gar nichts, es ist so dunkel. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Hilfe! Flieht ihr gerade alle? Ja, meine Leute sind alle geflohen.
wie jedes Quest mich einfach nur weiterfickt. Ein Traum. Ich sollte lieber einfach andere ausrauben. Kann nicht wahr sein. So, gehen wir mal in die Halle des Lords. Ich muss doch irgendwo einen noblen Mann finden. Wo sind deine Lehnsherren? Kann ja sein, dass die Schlösser überall leer sind. In der anderen Burg war es auch schon so. Gibt es noch niemanden oder will einfach keiner mit mir reden? Ja, schöner nutzloser Monolith. Deine Clan-Bekanntheit reicht nicht aus. So, wenn in den letzten Events habe ich eine Moral von minus 14. Geht weg. Mache Missionen in Dörfern und für Händler. Habe ich versucht. Ah, da ist wieder einer, der zu teure Preise hat. Sechs Einheiten von Wolle direkt bringen. Am besten gehe ich in das Dorf zurück, was wegen mir geradet wurde. Weil ihre Produktion sind Schafe. Oliven, Grain. Ach, jetzt habt ihr Angst vor mir. Ich aber auch vor euch. Ganz einfache Quest. So, hier hast du die 6 Einheiten Wolle. Juhu, ein Erfolg! Einfluss 0.
Ich versuche mal einfach mit jemandem zu reden, wo gerade kein Ausrufezeichen dran ist. Es kann ja nicht sein, dass es nie was zu tun gibt. Nicht. Wenn die kein Ausrufezeichen haben, haben die einfach gerade auch keinen Quest. Also einfach so drüber stolpern, gibt's wohl nicht. Weil ich bin ja einfach zu verwöhnt von questüberladenen Spielen. Ich bin schon im anderen Fraktionsgebiet. Und vorhin waren wir auch in einem Quest, aber wir wurden niedergeradet. Ich bin Castor, ein starker Name. Ich habe einiges von Land hier in der Umgebung. Brauchst du Hilfe bei Problemen? Ich habe einen Disput mit Phasos. Einige der Villager machen Probleme, von denen ich glaube ich Erzeugnisse gekauft habe. Aber ich habe da mein Silber bezahlt und ich krieg's nicht zurück. To Grace? Zu ernten hier? Ja. Auf jeden Fall hat's irgendwas mit Lebensmitteln zu tun oder mit irgendeinem Erzeugnis, was er nicht bekommt. Weil, obwohl er dafür bezahlt hat. Das Quest scheint auf jeden Fall möglich zu sein. Weil der eigentlich nur zwei Leute von mir will. Wenn ich jetzt von 8000 Leuten irgendwie niedergemäht werde, dann hackt's aber. Wie bei den komischen Leuten, ey, mit euch wird der Hinterhalt auf jeden Fall funktionieren. Ach, der hat mit den Bewohnern von Phasos Probleme. Phasos mag mich bestimmt dann nicht mehr. Wisst ihr, was mich ein bisschen stört? Es fehlt wirklich so eine Übersicht, wie meine Beziehung ist mit den anderen, also mit den Fraktionen an sich. Aber wahrscheinlich geht das erst, wenn ich wirklich ein Königreich bin oder ein Clan und dann kannst du sehen, wie die anderen zu dir stehen. Ach, hier kann ich bestimmen, was meine Clanrolle ist. Ach, da sind doch die Dorfbewohner. Phasos Time. Also irgendein... Ach, jetzt weiß ich, worum es geht. Der hat das Land gekauft. Und die Farmer sagen, das ist nicht so. Das Gesetz sagt aber, dass ein Käufer Rechte hat. Und das müsst ihr auf jeden Fall akzeptieren. Du bist auch nur ein reicher Bastard. Wow, sie haben mich nicht angegriffen.
Aber dafür mögen sie mich nicht mehr. Und deshalb darf ich hier nur einen Soldaten rekrutieren.